So, willkommen zurück. Wir haben im letzten Video an unserem Perusa Mini-Klon die Z-Achse montiert. Das heißt, Z-Top aufgesteckt, die Z-Achse aufgesteckt, die Lager eingebaut, ein paar Schrauben ergänzt, hinten die Kabelführung vielleicht auch fertig gemacht. Ein Teil davon habe ich nicht im Video gemacht, weil es einfach auch ich mir erstmal überlegen muss, wie ich das machen möchte. Und Teil davon haben wir zusammen schon im Video erledigt. Im Prinzip sind wir mit dem ersten Teil des Aufbaus fertig. Wir halten uns hier an die Prusa-Anleitung. Auch wenn der Klon, ich weiß immer noch nicht, woher er stammt, ja, ob das ein Feistec-Klon ist oder ob das irgendein anderer Klon ist. Auch wenn das vielleicht jetzt nicht die aktuellste Generation ist aus dem Hause Prusa. Es ist ein sehr schöner Klon. Bisher hat alles gepasst. Liegt aber auch daran, die Teile habe ich mir selber gedruckt und habe sie nicht separat eingekauft. So konnte ich auch ein bisschen Einfluss auf die Farbe nehmen. Ich habe mich hier für ein Schwarz-Grün entschieden. Das Redrick-Grün vom Minion hat mir sehr gut gefallen. Ich habe aber hier ein bisschen ein dunkleres noch genommen. Ich glaube, im Hintergrund der Kamera sieht man den Mini auch stehen. Mit dem habe ich alle Prusa-Teile hier gedruckt. Und ja, ich würde sagen, wir kontrollieren nochmal alles, ob alles sitzt, Schrauben nachgezogen, ob alles passt, bevor wir dann mit den Teilen anfangen. Und, im Prinzip geht es jetzt im ersten Teil für den Zusammenbau des Z-Schlittens, den wir uns gedruckt haben. Wir brauchen so einen 1,5er, 2,5er und 3 mm Schrauber, Imbusschraubenschlüssel, ein paar Schrauben. Wir müssen wieder Teile vorbereiten, einen anderen Z-Schlitten vorbereiten. Ich hole euch mal die Teile her. Ja. Hier ist übrigens das Grün, das ich verwenden möchte. Das habe ich hier zumindest für das Display. Ich habe das Teil aber auch noch in Schwarz gedruckt und die Hauptführung auch in Schwarz. Ich kann mich hier noch nicht so ganz entscheiden, was mir besser gefällt. Ob mir das Schwarz jetzt besser gefällt oder ob ich Grün-Schwarz nehme oder ob ich doch nochmal umdisponiere und dann doch noch sage, ach komm, ich nehme hier ein Grün. Kann ich euch noch nicht sagen, aber ich kann es mal hinhalten. Vielleicht seht ihr das hier auf der Oberkamera. Wobei hinten grün macht eigentlich keinen Sinn. Ja. Das kann man schwarz auch lassen. Macht man das schwarz. Und wir setzen einfach grüne Applikationen. Mal gucken. Ja. Ich habe auch noch in diesem Grün, habe ich mir zur Auswahl auch noch X-Stock gedruckt. Also hier einmal in Druckerbeiseite, einmal in Schwarz und einmal in Grün. Werde ich dann kurzfristig entscheiden, welches mir besser gefällt, wenn die X-Achse zum Teil schon montiert ist. Ob ich dann den grünen Akzent setze. Hier draußen, der Rest bleibt schwarz. Ich glaube, das würde ich wahrscheinlich ganz schick finden. Oder beim dezenten Schwarz bleibe und dann vielleicht am Bottend mit dem Grün arbeite. Ja, Fragen über Fragen. Was auf jeden Fall schwarz kommt, ist dann die Aufnahme für das Hotend. Die habe ich hier schon in Schwarz vorbereitet und gedruckt. Ja, so kommt das aus dem Drucker. Alles gedruckt ohne Supports. Die Auflösung ist 0,2. Ich bin ein bisschen abgewichen von der Prusa-Anleitung. Ich habe das hier in 0,2 mit 30% Infill und 3 Wänden gedruckt. Einfach um mehr Stabilität reinzubringen und die Teile feiner ausschauen. Ich habe vorher in 0,2 gedruckt mit weniger, also so wie es Prusa quasi
vorgibt. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ich wollte lieber frei. Und die 5 Minuten beim Drucken machen es bei mir zumindest aus. Ohne Support gedruckt, hier sind die Brücken, das kann man so ein bisschen sehen. Sehr, sehr gut. Ja, damit wäre schon alles gesagt. Ich würde jetzt den Z-Schlitten für euch einmal vorbereiten und auch hier sind wieder jede Menge Muttern einzulassen. Und das mache ich jetzt einmal und dann hole ich euch zur Montage wieder dazu.